Neuer Kapitän bei der Spielvereinigung wird sein Branimir Hirgota. Ja, erstmal freut es mich sehr, sehr und bin sehr stolz, dass ich den Kapitän darf. Immer da sein für die Mannschaft und ich muss einfach zeigen mit meinem Spiel, dass ich der Kapitän bin. Wir wollten einen Spieler haben, der absoluter Leistungsträger ist und Stammspieler ist. Das ist Branimir. Ja, dass er da vielleicht nochmal eine extra Portion Motivation mitnimmt, wenn er die Binde trägt, um die Mannschaft durch seine Leistungen dann auch noch mehr mitreißen zu können. Ja, es gibt schon vieles, was ich da geben kann für die jungen Spieler. Aber ich glaube, viele von den jungen Spielern, die müssen einfach heiß sein auf die Spiele. Wir haben eine richtig gute Vorbereitungszeit absolviert. Auch ja, sicherlich anders als in der Vergangenheit. Aber die Mannschaft hat wirklich sehr, sehr intensiv und sehr gut gearbeitet. Ja, es war sehr, sehr wichtig, also vor allem eine Vorbereitung da zu haben. Und es lief gut, auch bei mir und der Mannschaft, finde ich. Wir haben sehr, sehr gut gespielt bei den Testspielen und ich glaube, jeder freut sich jetzt für das Spiel am Wochenende. Ja, wie jeder andere Zweitligist auch, eine Mannschaft mit Qualität, die uns alles abverlangen wird und trotzdem eine Herausforderung für uns. Also wir erwarten schon, dass die hart sind in den Zweikämpfen und dass die uns verfolgen, aber am Ende des Tages müssen wir unser Spiel abliefern und wenn wir das machen, dann kann es sehr, 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 sehr gut sein. Ja, es wird Zeit, dass es jetzt einfach losgeht und ja, gibt so viele positive Dinge um diesen ersten Spieltag und das wollen wir alles mitnehmen. Ich spiele gerne bei uns zu Hause und die Jungs auch. Ja. Wir haben ein tolles Stadion, wir haben einen tollen Platz und wir haben jetzt am Sonntag endlich wieder unsere Fans. Ja. Wenn auch leider nicht alle. Wir brauchen die Fans da. Ich glaube, jeder freut sich hier und ja, wenn die Stimmung da ist, dann ist das für uns besser auch.